Stativvideo, finaler Schnitt und Action. Freunde, mein altes Stativ ist hin. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Cooles Teil, sieht stabil aus. Also hier ist das Hauptteil. Und dann kann ich das hier entweder so dran schrauben oder so dran schrauben. Und dann gibt es noch dazu so einen GoPro-Kopf. Ganz cool. Was können wir daraus basteln? Ich muss jetzt den Bart jetzt filmen, damit man auch genug sehen kann wegen den Lichtverhältnissen. Es ist gerade ein bisschen spät und ich bin mit meinen Bastelarbeiten endlich fertig. So ist das Ergebnis. Das ist eigentlich ein Dreibein-Stativ, ja, weil ich jetzt man auch biegen kann. Also man kann die Beine komplett biegen. Das alte Ding hier kaputt. Das Ganze kann man als Stativ nehmen oder halt eben als Gimbal-Ersatz. Und jetzt drehe ich mal die Kamera, damit ihr seht, wie das Ganze von vorne aussieht. Mit. Und so sieht das Ganze von vorne aus. Ich kann es jetzt nicht so richtig drehen, aber das ist das Mikrofon. Ja. Ich nehme mal das Handy schneller ab, dann kann ich euch das Ganze noch etwas besser zeigen. Das ist die Konstruktion. Hier kommt dann das Handy rein. Es ist nicht ideal, denn der Abstand von diesem GoPro-Teil zum Handy ist ein bisschen zu gering, sodass ich das Handy, das Telefon so ein bisschen schräg reinstecken muss, damit das Kabel hier nicht bricht. Aber es ist okay. Und hier, also hier in der Mitte, genau in der Mitte, da ist so ein Ring, so ein Plastikring aus Kunststoff. Etwas weiter oben bei dem GoPro, also in der Mitte von dem GoPro-Teil und der Doppelschraube ist auch nochmal ein bisschen Zeug, damit ich eben das Ding so drehen kann, wie ich es haben wollte. So, Freunde, ich habe hier einige Sachen nochmal aus Amazon bestellt. Und wofür brauche ich das? Also hier, das sind so Ringe, die sollten also eigentlich als Mutterersatz herhalten, aber ich habe die falsche Größe bestellt, denn die hier sind eigentlich Unterlegscheiben für Festplatten. Ja, und bei den Größen habe ich mich vertan, aber zum Glück passen die hier drauf. Mit ein bisschen Druck geht das Ganze schon. Und wofür wird das Ganze benötigt? Und zwar hierfür. Meine Einrichtung ist zu 99% fertig. Das 1% ist das hier, darauf komme ich aber gleich zurück. Was habe ich hier gemacht? Das war die Halterung vom alten Stativ. Der ging ja kaputt, ja. Die Beine sind abgebrochen, aber das hier war ja noch ganz. Deswegen habe ich das hier mit so einer Schraube hier dran befestigt. Also hier war noch so ein Gewinde. Und damit ich eben den richtigen Winkel hier erwische, habe ich ein paar von diesen Gummiringen verwendet. Und das hier ist dann für Landscape-Filmen. Dann kann ich einfach das Handy nur nehmen und andersrum drehen, weil ich kann das hier zwar auch drehen, damit ich Landscape filmen kann, allerdings müsste ich dann das hier abbauen und das ist nicht so einfach. Ja, das war schon ein bisschen schwieriger, das so hinzubekommen, wie es gerade ist und das Ganze stabil ist und das ist halt keine Konstruktion, dass man jederzeit so auf- und abbauen kann. Deswegen habe ich das Ganze einmal gebaut und das bleibt jetzt und ich habe hier die Optionen und das Ganze bleibt noch im Rahmen, es ist nicht allzu groß. Und wenn ich mal vorhaben sollte, Landscape zu filmen, kann ich das einfach hier hindrehen oder ich schraube das hier schnell ab, denn das kann man schnell abschrauben. So, wofür habe ich diese Gummiringe noch benutzt, außer hier vorne? Da kann man es vielleicht einigermaßen gut sehen. Ich habe sie noch für hier hinten benutzt, denn hier hinten und einmal dazwischen, denn hier drinnen war einmal ein Gummiring, doch den habe ich für hier unten benutzt, wo hier kann man den sehr gut sehen, für hier unten benutzt, damit ich eben das Ganze richtig ausrichten kann. Und ja, wie ihr seht, ist das Ganze jetzt fertig, die Konstruktion. Also ich kann da, das ist die fertige Konstruktion, ich kann damit rausgehen, ich kann da drin arbeiten, das ist sehr praktisch. Aber grundsätzlich ist meine Konstruktion jetzt zu 99% beendet. Nach ein paar Bastelarbeiten
kann ich jetzt sagen, ich bin fertig. Jetzt habe ich das Ganze ein bisschen umgebaut. Das heißt umgebaut, dass ich das ein bisschen anders geformt, dass es ein bisschen handlicher ist. Ich drehe mal schnell die Kamera, dann könnt ihr das besser sehen. So, gehen wir auf Video, ein bisschen mehr Platz. Also, ich habe hier die Beine nach oben geformt, zu so einer Art, ja, Schlagring, kann man so fast sagen. Ich kann es besser halten und es stört hier unten nicht, weil es ist schon doch, es sind glaube ich 30 cm. Und das Gute ist, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo mich hinsetzen möchte, kann ich die Beine einfach aufmachen und auf den Tisch stellen und es ist in Augenhöhe. Und das war auch jetzt so ein Punkt, was mich so ein bisschen gestört hat, weil es doch schon etwas höher ist. Und zur Not kann ich es wieder aufmachen, dann habe ich wieder die Höhe, die ich halt da brauche. Ansonsten mache ich es zu, kann ich es in der Hand nehmen oder ich kann auch die beiden aufmachen und habe es, wo war das so, wie so eine Art, ja, Steadycam. Ich würde sagen, wir gehen jetzt raus und testen das Ganze mal und einfach zu schauen, wie das Ganze im Alltag wirkt. Ja, und das ist, was ich meinte. Ich kann das Ding einfach irgendwo hinstellen und dann kann ich wie gewohnt Sachen aufnehmen oder auch einfach so als Standfuß benutzen. Ist ganz relaxed, weil man die Beine einfach quasi aufklappen muss und das Ding einfach hinstellen muss. Und klar, es wird Blicke geben, denn ich habe hier so ein Apparat in der Hand, ja, mit so einem extra Mikrofon. Und obwohl wir in Deutschland sind, 2019, in Zeiten von Instagram, FaceTime, WhatsApp und wie heißt diese Kinder-App, Snapchat, gucken die Leute doch trotzdem einen so komisch an, als wenn man gerade von einem Planeten kommen würde. Aber ist halt so, muss man in Kauf nehmen. Was ich noch sagen muss, ist, dass ich die Beine hier nach hinten geklappt habe. Gibt einen noch ein etwas sicheres Gefühl, wenn man das Ding in der Hand hält und nach unten quasi hängen lässt, weil man es gerade nicht benutzt. Dann ist es wie so eine Art, ja, wie so eine Art Haken. Ja, gucken wir mal, was der Tag so mit sich bringt. So, bis jetzt läuft alles gut. Der Praxistest funktioniert. Also ich habe es mit jetzt ins Starbucks genommen, aufgestellt, wieder abgenommen. Und was mich ein wenig stört, dass da viel Kunststoff verwendet wurde. Ich habe für das Ding 25 Euro bezahlt. Ich hätte auch noch ein bisschen mehr gezahlt, wenn es, es gibt so bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel da unten ist ein Kugelkopf und um den zu befestigen, ist da so ein Kunststoffring also eingebaut worden. Und früher oder später, wenn man da zu fest dreht, wird das Ganze irgendwann mal brechen und das finde ich halt uncool. Und also bis jetzt ist es okay, aber also was hier oben aufgebaut ist, man ist ein Telefon, das ist ja auch für Handys gedacht und da wird es wieder auch geworben, dass da Kameras und GoPros und so weiter drauf befestigt werden können. Allerdings muss es schon viel Gewicht balancieren und bis jetzt macht es mir nicht so den stabilsten Eindruck. Man kann es befestigen, wenn man halt nicht zu sehr das in die Hand nimmt und es als Gimbal quasi verwendet, ist es in Ordnung. Also wenn man es auf den Tisch stellt, ist es okay, aber sobald man es als Gimbal quasi verwendet und man irgendwie da hin und her balanciert oder hin und her sich bewegt, besteht schon die Gefahr, dass es so ein bisschen verrutscht. Und das ist halt so eine Sache, was mich ein wenig stört, aber bis jetzt bin ich jetzt draus, ich habe das Ding in der Hand und mein Mikrofon ist auch schon dran, ist ganz cool. Also bis jetzt kann ich nicht so viel meckern. Hey, so, mein Langzeittest ist nun endlich vorbei. Ich hatte mir vor mehreren Monaten hier so ein Stativ gekauft und das Ganze ein bisschen aufgepimpt, so wie ich dachte, dass ich das Ganze gebrauchen kann. Ich hatte mehrere Varianten probiert und dann gemerkt, okay, was ist alltagtauglich, was ist nicht so alltagtauglich. Und Fehler sind aufgetaucht, die habe ich dann versucht zu beheben. Einige waren offensichtlich, einige sind immer noch nicht offensichtlich, aber ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit und zeige euch, was ich herausgefunden habe. Doch dafür müssen wir kurz die Ansicht wechseln. Aber was passiert hier? Oh mein Gott. Wow. Hey, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja immer noch nicht die richtige Ansicht. Wir müssen mal ganz kurz hier rüber gehen. So sieht das Ganze aus. Fertig. Was wurde gemacht, was wurde verändert? Kommen wir erstmal zu den Fehlerpunkten, die behoben wurden. Und zwar hatte ich hier das Ganze erhöht mit so einer Schraube. Das habe ich dann entfernt, weil es war zu hoch und das Kabel hier wurde behindert. Es wurde eingeknickt, das wollte ich nicht. Und ich konnte das Ganze nur aufbauen, wenn ich mein Telefon höher befestigt hätte. Das wollte ich eben nicht machen, weil ich konnte auch nicht fest zuschrauben, denn sonst hätten sich hier so kleine Luftblasen gebildet. Das ist hier so ein Schutzglas drauf. Und wenn ich es zu fest mache, dann kommen eben diese Schutzblasen. So kann ich es festmachen. Ja, und trotzdem weiter unten. Und ich muss nicht Angst haben, dass ich mein Telefon ständig verliere.
und so ist das Ganze bombenfest und hat auch eine anständige Höhe. Und das hier, das ist die GoPro-Halterung, das habe ich befestigt mit Tesar Power Strip. Es gibt ja verschiedene Gewichtsangaben und die halten bis zu 2 Kilo und das Ding wiegt ja nicht mal ein Kilo. Von daher ist es optimal, das ist bombenfest, habe auch schon getestet. Und das ist so eine optimale Höhe und ich kann das Mikrofon immer noch hoch und runter drehen. Was ich noch entfernt habe, ist hier die Halterung, das war hier so eine Klammer für Landscape, damit ich mein Telefon hier quasi rausnehme und dann hier Landscape einbaue. Aber das ist unnötig, denn ich kann ja hier mit der Schraube das Ganze drehen und dann habe ich hier so ein Landscape-Format und dann kann ich immer noch Landscape filmen. Ja, am Anfang sah es natürlich sehr cool aus mit so viel Schnickschnack drumherum, aber das hat sich alles nicht als alltagtauglich festgestellt. Und jetzt ist es ein bisschen kleiner, nicht so hoch, nicht so viel Schnickschnack und ich kann es immer noch überall mit mir herumschleppen. Und durch diese Haken eben kann man es auch wunderbar überall irgendwo rumhängen, wenn man es jetzt mal gerade nicht braucht. Dann gab es natürlich noch ein Problem, also ein bestehendes Problem, das habe ich noch nicht gelöst. Ich habe es gelöst mit Amazon Warenkorb, ja, aber mein Problem war eben mein Mikrofon. Und zwar war es so, dass ich ja festgestellt habe, dass beim etwas schnelleres Gehen oder überhaupt Gehen das Ganze anfängt zu wackeln. Also es hört sich dann in der Tonaufnahme an wie so ein Wackelkontakt, ja, als wäre irgendwas kaputt. Ich habe versucht herauszufinden, woran es liegt, ob es an einem Kabel liegt. Ich habe Kabel festgehalten, hin und her geschüttelt, ich habe Kabel losgelassen, hin und her geschüttelt. Dachte ich zuerst, dass es daran liegt, an dieser, dieser Dämmung hier. Dann habe ich es innen drinnen mit so einem Gummi, man sieht es hier vielleicht ganz leicht befestigt, sodass es fest sitzt und hier drinnen nicht rumwackelt. Aber das war auch nicht die Fehlerquelle. Dann habe ich das hier entfernt und versucht damit, also so quasi nackt aufzunehmen, hat auch nicht funktioniert. Das ist immer noch so ein Wackelkontakt. Also es liegt entweder hier eine Kabelhalterung oder irgendwas innen drin ist kaputt. Ich habe jetzt einen drin von Rode, kostet 10 Euro mehr. Das kaufe ich mir demnächst und dann schauen wir mal, ob diese Tongeräusche immer noch entstehen. Wenn das Ganze so steht, ja, und ich reinquatsche, mich bewege nach vorne, kein Problem, aber sobald ich anfange, mich zu bewegen und irgendwas wackelt, dann hört sich das in der Tonaufnahme so an, als würde irgendwo ein Wackelkontakt sein. Wie gesagt, ich habe einiges probiert, ich habe das Ganze festgehalten, bin gesprungen, habe Kabel festgehalten, also ich habe wirklich alle möglichen Konstellationen ausprobiert, um eben herauszufinden, wo die Fehlerquelle liegt. Ist das hier am Kabel, ist es am Telefon, ist es die Hülle, liegt das hier am Mikrofon, aber ich kann es nicht beantworten. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein neues Mikrofon im Amazon Warenkorb von Rode. Der war auch nicht günstig, der hat 30 Euro gekostet, aber der von Rode kostet 40 Euro. Schauen wir mal, ob das jetzt die 10 Euro Differenz tatsächlich sind. Mehr will ich auch nicht ausgeben, weil es immer noch an einem Stativ ist. Ich denke, so 40 Euro ist in Ordnung. Klar gibt es Lösungen für 100 Euro oder für 200 Euro, aber das ist mir jetzt zu viel. Und genau, Link zu den ganzen Sachen, zu dem Mikrofon kann ich jetzt leider nicht empfehlen. Das ist ja die Marke, also das kann ich euch leider nicht empfehlen. Aber Link zu, zum Stativ findet ihr auf meiner Homepage. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn es dem so ist, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder auch einen Daumen, ein Herz oder was auch immer, wo dieses Video halt letztendlich ausgestrahlt wird. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.